Pulse Repeater. Nee, das gefällt mir nicht. So, wobei, warte, ich habe doch noch Light Cannon 3. Wie sieht's die aus? Die hätte notfalls halt mehr Schaden, aber. Aber im Moment ist es das nicht wert. Ich bräuchte eigentlich generell sowas hier mal. Das habe ich für Missionen zur Auswahl. Wenn ich noch eine Bergungsmission habe, sollte ich vielleicht nicht. Nee, Collection. Alles klar. Dann machen wir einfach mal so eine. Das kann man wieder mitnehmen. So, jetzt müssen wir mindestens 12 Kisten finden und die kommen halt hier drin. Energie, jede Menge sogar. Mal gucken, wie viele kann ich hier verbinden? 17. Das ist heftig. Aber ich mache mal nur 8, weil ich mehr auch gar nicht machen kann. Da ist eine Overdrive-Note und eine Kiste. Das ist aber auch gerade nur doof. Pass auf. Oh, das sieht nice aus. Ich hätte eigentlich meine Raketen abfeuern können, aber es ist eigentlich auch egal. Ich muss den nicht erledigen. Sehr nice. Dann hier. Und hier. Wir haben hier schon die Hälfte der Vorräte, die wir brauchen. Die kann man mal abfeuern. Die kann man auch mal benutzen. Damit könnte ich gleich einen Mega-Match machen. Aber ehrlich gesagt brauchen wir auch die Reparatur so ein bisschen. Die hier kann mich eigentlich verletzen, daher. Ja, mehr Munition habe ich leider auch nicht. Nein. Hier anfangen. Noch 3 Kisten. Genau. Da ist jede Menge Kühlflüssigkeit. Ja, und eine meiner Waffen hat er erledigt, aber das ist egal. Okay, ich kann die Mission eigentlich hier schon beenden, das heißt, das nehme ich mal mit. Und das nehme ich mit. Noch ein bisschen Schrott mitgenommen. Was haben wir als nächstes? Da haben wir einen Kampf.
Mit so vielen Ironcasts, wie ich es wage. Da ist ein Überleben. Da ist auch ein Überleben. Ich glaube, dann probiere ich das hier lieber mal. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür ausgerüstet bin. Mal gucken, was kann ich im Moment bauen. Standardschilde, dichte Schilde. Wenn, dann schon die dichten Schilde. Komm. Probieren wir es einfach mal. Hier ist jede Menge Munition, aber wenig Energie. Warte. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das von hier unten aus mache, ne? Das hier ist im Moment egal. Ach, der hat hier drauf gezielt. Und da hat er verfehlt. Der kann mir mit beiden gefährlich werden. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Und er hat Schild, das heißt, ich muss auf jeden Fall meine Energy Lance benutzen. So, die ist schon mal erledigt. Munition bringt mir hier im Moment. Also Munition habe ich, aber Energie kann ich nicht wirklich einsammeln. Das heißt, ich nehme stattdessen mal Reparatur. Ich hätte natürlich die auch umwandeln können, aber das habe ich jetzt gerade nicht gemerkt. Das ist schon mal sinnvoll, weil das im Moment meine beste Waffe ist. Ganz schön Schaden. Also ich glaube, wenn ich nach dem hier noch kämpfen muss, dann wird es schwierig. Warte, das kann ich andersrum machen. Aha. Zumindest die kann ich zerstören, aber die andere ist auch nicht gerade besser.
Aber da stand in der Beschreibung, attack as many iron casts as you dare. Also würde ich eigentlich behaupten, dass ich nach jedem die Wahl habe, ob ich weitermachen will. Die muss ich einfach mal wegnehmen, weil sonst versauen die mir alles. Komm, dich. Wirklich. Ich muss auf jeden Fall irgendwo Schilde machen, aber... Das hat mich jetzt schon beschädigt, weil ich keine Kühlflüssigkeit mehr habe. Ah, meine Schockholz sind erledigt. Nee, noch einen Angriff überlebe ich nicht. Oh, bitte zurückziehen. Aber, ja, hat ein bisschen was gebracht. Und was habe ich bekommen? Oh, Standardschild Mark 3. Ja. Das könnte sinnvoll sein. Ich weiß jetzt nicht, sind die besser als die dichten Schilde Mark 2? Das muss ich jetzt mal gerade nachschauen. Die machen 45, die machen 48 und kosten weniger Energie. Ja, nice. Also ich bin schon mal dafür, dass wir den direkt einbauen. Repair Lead. Repair Specialization. Overdrive Shots. Und Fight on Overdrive, this weapon's damage is boosted by an additional 25%. Mach das mal hier drauf. Das Problem ist, ich kann jetzt natürlich nicht wissen, ob ich das hier oder hier besser brauchen kann. Die Standardschilde Mark 3. Bitte mal bauen. Survival, Trade. Was hat er für Waffen? Die Waffe ist gefährlich, die hier ist harmlos, wenn ich meine Schilde oben habe. Das heißt, ich sollte auch gucken, dass ich die Schilde hochbekomme. Oh, direkt auf 20. Super. Moment, 20 hat er... Oh, der hat die Mark 1 Schilde. Ich habe das gerade nicht gespeichert. Geil. Das passiert mir aber auch irgendwie ständig bei dem Spiel. Das hier reicht eigentlich schon, aber okay. Warte. Nee, machen wir es so. Nee, aber das finde ich, das sowas finde ich bescheuert. Wenn er die Änderungen dann nicht übernimmt. Erst einmal. Dieser Raketenwerfer muss weg. Wow. Wow. Ich bin beeindruckt, wie schlecht man sein kann. So.
hole ich mir direkt dabei noch ein bisschen Kühlflüssigkeit. Das ist ziemlich gut. So. Den Raketenwerfer kriegen wir dann hoffentlich jetzt noch weg. Ernsthaft? Komm, jetzt triff. Triff. Ja. Also der Raketenwerfer ist hinüber. Haha. Oh. Habe ich... Doch, ich habe die Schilde auf 30, aber der hatte Overdrive. Ha, und ohne Overdrive ist er machtlos. So, das Ding mal eben reparieren. Nee, ich brauche Energie. Ich brauche Energie, pass auf. Schild hoch. Der Antrieb nervt. Er hat keine Schilde. Ja, der Kampf ist praktisch entschieden. So, jetzt 15. Das ist auch nicht unbedingt häufig. Jetzt noch ein bisschen hiervon. Und das Zeug. Warte, jetzt kommt noch einer. Wirklich. Und so viel... Oh, so viel Schrott hier. Tut mir leid, das muss ich mitnehmen. Das lag so schön in einer Reihe. Also... Das kann man doch nicht liegen lassen. Ist, als würde man Geld auf der Straße finden. Wow. Ich glaube, meine Raketen sind ziemlich sinnlos im Moment. Ich brauche Reparatur. Ja, hier, komm. Ha, er hat seine Schilde vernachlässigt. Munition ist wieder voll. Das Ding ist, die Waffen sind beide gut gegen Schilde. Ich glaube, das gewinne ich nicht. Ah. Ich habe nicht die Kühlflüssigkeit, um noch weiterzumachen. Okay, er hat sich komplett auf seine Verteidigung konzentriert.
Komm, das Ding kriegen wir zerstört. Boah, bist du inkompetent. Das Ding ist, in längeren Kämpfen geht mir halt oft die Kühlflüssigkeit aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die kommt neben Schrott eigentlich am seltensten auf das Spielfeld. Ja, jetzt habe ich gar keine Kühlflüssigkeit mehr, das ist nicht gut. Ich kann die drei noch zusammenkriegen. Aber das reicht auch nur für einen Schuss. Warum greift der nicht an? Ich mache ihm jetzt nicht gerade Probleme. Also wenn ich das gleich gewinne, dann nur, weil er nichts macht. Komm, ich riskier's.